Heute, was geht ab, Leute? Hier. Ich habe wieder 19 Kilometer Eier am Start. Die werden wir gleich schlüpfen. Hatte ich letztens einfach so random den 10. wieder bekommen. Also den 9. meinte ich. Und ich hatte echt keinen Plan, wo ich die unterbringen soll. Aber zum Glück kam jetzt diese Neuigkeit mit den Eiern da. Da können wir gechillt drüber reden und dann die Eier schlüpfen lassen. Also für alle, die nur die Eier anschauen wollen. Bestimmt wird unten irgendjemand in den Kommentaren einen Timestamp machen und dann könnt ihr da drauf klicken. Ich will auch gar nicht zu lang zu viel labern. Zwei Sachen nur, ganz kurz. Zwar heute, ab 12 Uhr bis 18 Uhr wird am Bordeauxplatz, werden dort alle 8 Module gezündet. Hoffentlich kommen da wieder viele Leute. Ich gönne mir echt eine Pause jetzt. Hab krass an der Bachelorarbeit geschrieben. Werd dort ein, zwei Stunden vorbeischauen. Wahrscheinlich so 2 Stunden. Bisschen chillen, bisschen mich ausruhen und dann geht's wieder weiter. Bin fast fertig, also geht schon. Schaut vorbei. Vielleicht sieht man sich. Wird auf jeden Fall eine lustige Runde. Ansonsten zu den Eiern. Es wurden ein paar entfernt, ein paar neue Raritäten geändert. Die anderen YouTuber haben darüber schon genug geredet, also machen wir das fix. 6 Pokémon wurden entfernt aus den Eiern. Was bei manchen echt schade ist, weil dadurch die Chance sinkt, dass ich die als 100% bekomme. Also, da haben wir Tentacher. Leider, den habe ich noch nicht. Ich habe mal einen 100% Tentoxer verpasst. Felino, auch schade, weil ich den auch noch nicht habe. Ich habe mal einen 100% Mollot verpasst. Die zwei tun echt weh. Anton juckt nicht, den habe ich schon genügend. Natu tut mir auch weh. Ich habe einen Xatu verpasst und einen Natu mal 100%. Die waren zu weit weg und zu kurz. Sandan habe ich schon und Pagas leider noch nicht. Das sind die 6. Ändert nicht viel, weil der Rest da drin auch nicht so prickelnd ist. Also ich glaube, das waren jetzt alles 5er. Wobei Felino und Natu, glaube ich, sogar 2er waren. Aber die anderen waren 5er. Ich will nichts Falsches sagen. Aber selbst wenn, also 2 und 5er, da gibt es eigentlich echt gar nichts mehr, was man haben will. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen Sachen da drin, die übrig geblieben sind, besser sind. Also die, ich würde sagen, die sind genauso schlecht wie die 6 hier. Also wen juckt's? Ansonsten noch Dratini von Kommen zu Ankommen und Tanzer von Kommen zu Ankommen. Kann ich bestätigen. Hab nicht so viele Dratinis in letzter Zeit geschlüpft. Oder vielleicht doch. Das werden wir jetzt im Egg-Opening sehen. Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Ich habe wieder 19 Kilometer am Start. Und auch wieder kein Plan, wo ich dieses Video hier verwerten soll, mit reinpacken soll. Vielleicht auch nur, wie ich diese 19 Kilometer schlüpfe. Also das war jetzt schon endlang 9,9, seitdem ich nach Hause gekommen bin. Und jetzt endlich ist es soweit. Hab die relativ schnell wieder gesammelt, dank dem hier. War ja das Video von heute. Dank dem, der sammelt, checkt die Kilometer richtig schnell. Und durch die ganzen Lavitouren, die jetzt während des Events zustande gekommen sind, sind die Eier einfach so weggezischt. Die 2 und 5 halt und relativ schnell die 10er gefüllt. Und diese 10er auch relativ schnell. Oh mein Gott, ich habe drauf gedrückt, also scheiß drauf. Ich wollte sagen, dass die 10er relativ schnell Ding. Oh mein Gott, Skogler. Also relativ schnell auf 10 Kilometer, also durchgelaufen sind. Das ist das, was ich sagen wollte. Skogler richtig schlecht schon mal. Ich habe schon 200%, also richtig unnötig. Defense und weg. Ja. Will ich noch irgendwas sagen, bevor ich weitermache? Ja, Go Plus, also wie gesagt, ich war heute nur in der Uni. Habe an meiner Bachelorarbeit geschrieben und der ist halt ständig rumgelaufen und hat Kilometer gesammelt, was ziemlich gut ist. Und Nummer 2. Ich habe letztens, Lavita, das ist schon mal sehr gut. Ich habe vergessen, welche Zahl, welche WP der 100% hat. 485 aber glaube ich nicht. Ja, really strong, tot. Was wollte ich sagen? Jetzt habe ich es vergessen wegen dem Lavito. Moment, was wollte ich sagen? Boah, keine Ahnung, machen wir mal weiter. Vielleicht fällt es mir dann wieder ein. So. Achso, ja, jetzt weiß ich's. Ich habe letztens mein erstes Gelatze aus dem Ei geschlüpft. Skogler, richtig traurig. Richtig leidend. Nicht mal Tanz oder Mülltank weiß. Für 100%, die ich noch nicht habe. Stattdessen den hier, den ich schon zweimal als 100% habe. Nummer 4. Komm. Komm. Okay, Tanzer.
Die meisten freuen sich nicht drüber, aber ich will 100% Tanzer. Hab schon zwei verpasst. HP. Attack. Ah. So knapp. Ja, so knapp. Das ist Nummer 6, glaube ich. Tod, von dem habe ich schon 100%. Schlechte Ausbeute bisher. Oder einen Navitar zumindest. Das ist schon okay. Jetzt kommt Nummer 7? 7 oder 8? Ich glaube 7. Skogler Nummer 3! Oh mein Gott. Ist das das schlechteste Eye-Opening? Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Beste? HP. Attack. Defense. Zweitbeste. 13 oder 14. Also nicht mal 100% kann das sein. Also nicht, dass ich ihn haben wollte, weil ich habe eh schon zwei, aber nicht mal das. Richtig Troll. Und. Okay, Chansey. Ich bin kein großer Altera-Fan, aber wieso nicht? HP, Defense, Strong. Nee. Und das ist, glaube ich, das letzte. Komm. Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich haben will. Okay, Dratini, 4,91, komm. 4,91. Ja, vergiss es. 4,65. Für alle, die es nicht wissen, 4,91 ist 100%. Und der ist strong, also richtig tot. Und, oh, Überraschung. Noch ein Ei, ich habe mich verzählt. Sorry, Leute. Tut mir echt leid. Oh mein Gott. Richtig leidend. Skogler. HP. Mein Gott. 4 Skogler waren das, oder? Alter, das sind fast 50%. 9000 Punkte. 50% Skogler waren das fast. Ey. So, das war's. Ein paar richtig leidende Eier. Zwei Sachen. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr von den Änderungen haltet. Fandet ihr es saftig, leidend oder juckt euch nicht? Und zweitens, schreibt unten in die Kommentare, was ihr in letzter Zeit so gebrütet, geschlüpft habt. Waren es saftige Sachen oder leidende Sachen wie bei mir? Ansonsten war's das. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt meine Facebook-Seite ab und folgt mir auf Instagram. Vergesst nicht Pokémon und CS Business.